sogar meine Frau muss. Ich lasse nirgendwo alles mehr TÜV machen außer hier. Liebe Freunde, heute ist Freitag, mein Lieblingstag. Wir sind heute die TÜ Taunus on Tour und fahren gerade nach Ockstadt in die Schraubehalle Ockstadt zum Benny. Dabei ist der Tim und der George und wir sind gleich vor Ort und auch gleich da. Wir sind jetzt in der Schraubehalle bei unserem Kunden Benny. Benny, grüß dich. Hi Ingo. Schön, dass wir eingeladen wurden. Benny, ganz kurz zu euch. Was macht ihr hier bitte? Ja, wir sind die Mietwerkstatt hier in Ockstadt. Okay. Die Kunden können hier selber schrauben, ihre Reparaturen durchführen, werden aber auch durch uns geführt. Das heißt, wenn sie Fragen haben, sagen wir genau, was sie zu tun haben, kriegen Drehmomente, egal welche Werte sie brauchen, Unterlagen kriegen sie von uns. Des Weiteren machen wir aber auch den Service an den Fahrzeugen unserer Kunden. Mit eigenen Leuten, also mit Mitarbeitern der Schrauberhalle Ockstadt. Genau. Okay. Und können auch die Kunden, die jetzt hierher kommen und den Wagen reparieren möchten als Mietobjekt, können die auch die Teile selbst mitbringen, die Ersatzteile? Das können sie natürlich auch. Allerdings, wir bieten natürlich auch an, den Kunden die Teile zu besorgen. Mhm. Ganz wichtig ist halt auch hierbei zu beachten, dass sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremse, Fahrwerk, das muss vom namhaften Hersteller sein und auch von einem Anbieter, der greifbar ist, wie zum Beispiel Wessels & Müller, Stahlgruber, Profiparts, Erstausrüsterqualität oder Originalteil. Und du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, du hast schon schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit diesen sicherheitsrelevanten Bauteilen. Kannst du uns vielleicht mal zeigen? Ja, kann ich dir gerne zeigen, haben wir da vorne liegen. Super. Einige Bremsen, die äußerst nachdenklich sind. Gut. Dann kommt mit vor zum Objekt. Benni, jetzt hast du hier ein paar krasse Beispiele von dem Thema von eben gerade. Bitte zeig dir mal unseren Freunden, was du damit genau meinst. Ja, also hier haben wir zum Beispiel eine Bremsscheibe, einseitig konisch abgelaufen, auf der anderen Seite normal. Hier war das Problem, dass dem Kunden der Bremsbelag weggebrochen ist. War ein China-Bauprodukt, sagen wir es mal so. Aufgrund dessen, dass der Belag weggeflogen ist, hat er dann Metall auf Metall gebremst. Das ging dann so weit, bis wirklich die Bremszange komplett zusammengefahren war und die Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist und somit keine Bremswirkung mehr am ganzen Fahrzeug vorhanden war. Also richtig, richtig gefährlich. Genau. Das hätte auch schief gehen können. Okay, das heißt, noch so ein Highlight? Ja, jetzt haben wir die zweiteilige Bremsscheibe. Okay. Auch aus dem Hause China, höchstwahrscheinlich. Die hat nicht viele Kilometer drauf gehabt. Ich schätze mal vielleicht 5000 Kilometer. Mhm. Ja, und dann hat sich die Scheibe von dem Träger einfach entfernt. Also richtig, richtig gefährlich. Ich kann es nur wiederholen, was ich eben gerade gesagt habe. Benny, vielen Dank erstmal, dass wir das mal hier vorführen konnten. Bitte passt höllisch auf, gerade mit Ersatzteilen aus dem Internet. Die Verpackungen sehen teilweise, wie du selbst eben gesagt hast, original aus. Genau. Ist aber nicht original drin. Wenn ihr sowas kauft, bitte nur im Fachhandel, im Fachzubehör oder direkt bei euch. Genau. Benny, vielen Dank bis hierher. Jetzt gehen wir mal rüber, weil du uns zeigen möchtest, was ihr für Qualität habt und bietet. Genau. Sind jetzt hier am Fahrzeug und Benny, das ist die Qualität, die ihr bietet. Genau, hier haben wir jetzt eine ATE-Bremsscheibe mit dem richtigen Belag dazu von ATE. Okay. Alles vorher sauber gemacht, eingeschmiert, wo es sein muss, nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Ja, so muss es am Ende aussehen. Dann hält das auch lange. Ja, also muss ich sagen, sieht richtig gut aus, ist Qualität. Und Benny, dann vielen Dank bis hierhin. Schön, dass wir heute hier sein durften. Mach's gut. Und ihr Lieben, das war die TÜ Taunus on Tour. Demnächst noch mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜ Taunus. Ich lasse nirgendwo alles mehr TÜV machen außer hier.